So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün Edition. Im letzten Part, im 0. Part sozusagen, konntet ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr mitmachen wollt, ob ihr Teil des Projekts sein wollt. Jetzt habe ich die Liste mit den Leuten, die mitmachen wollen, in random.org reingeklatscht und random.org hat mir so eine random, wie der Name schon sagt, Reihenfolge rausgespuckt und der Reihenfolge nach werde ich halt die Pokémon benennen, so wie ich es im letzten Part gesagt habe. Jetzt kommt nochmal das Intro, gut, drücken wir einfach mal auf Start und schauen wir mal, die Knöpfe und Tasten werden hier wirklich. Okay, nee, komm, das müssen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Wir überspringen das einfach mal ganz getrost, denn das sollte sich schon selbst erklären, finde ich. Jetzt labert er wieder natürlich so ein bisschen, ja, hallo, das ist die Welt der Pokémon, ich bin Professor Eich, ich habe einen kleinen, aber deswegen bin ich halt Professor geworden, um das auszukompensieren. Kennt ihr ja alle zu Genüge? Auf jeden Fall möchte ich sagen, ich werde das Spiel so spielen, wie ich will. Ich werde speeden, wenn ich will. Ich werde es nicht speeden, wenn ich nicht will. Und ja, das ist es halt. Es ist mehr oder weniger blind, das Projekt. Also die erste Generation kenne ich eigentlich mehr oder weniger in- und auswendig. Aber Blattgrün kenne ich halt nicht genauso wenig wie Feuerrot. Nun gut, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein Junge im Körper eines Mädchens. Nee, natürlich nicht. Ich bin ein Junge. Und ich heiße, wie ihr es vielleicht wissen könntet, jetzt, da ihr mir zumindest zuschaut, heiße ich Fokka. Ja, genau, mein Name ist Fokka. Genau so ist es, Professor Eich. Und das ist der werte Herr Enkel. Ich habe im letzten Part gesagt, ich werde jemanden von euch nach ihm benennen. Hab's mir aber leider anders überlegt. Tut mir leid dafür. Das liegt daran, dass der Name öfter vorkommt und ich wollte die Person, die als erstes da in dieser Liste ist, nicht irgendwie bevorzugen, indem ich den Rivalen nach ihm oder ihr benenne, sondern ich wollte es irgendwie mehr oder weniger gleich für alle halten. Also werde ich den Rivalen jetzt einfach Curets nennen. Das ist jetzt irgendwie der Standard-Rivalname bei Pokémon für mich. Und ja, Curets heißt er genau. Und das lag ihm natürlich auf der Zunge. Aber wer mag es ihm verübeln? Seine Zunge ist steinalt, ist so irgendwie wie eine Pflaume. Wie so eine so vertrocknete Pflaume, könnt ihr euch vorstellen. So, wir sind hier in unserem Zimmer. Sehr hübsch sieht's aus, was ist denn das? Ein Nintendo Entertainment System, gut, ist auf dem PC vielleicht sogar ein Trank für uns. Ja, tatsächlich, den nehmen wir gleich mal mit. Sehr schön, schauen wir uns mal unsere Dingens an, unsere Trainerkarte an. Sieht noch ziemlich, ja, ziemlich, wie soll ich sagen, ja, aus. Gut, gehen wir nach unten, da erwartet uns bestimmt die Mutti, hallo. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Stimmt, ich könnte übrigens mal hier den Text etwas erhöhen. So, und dann wechseln wir auch gleich mal den Rahmen. So, irgendwie schön. Machen wir ihn grün. Den Blattgrün wird ja passen. So viele schöne Motive gibt es hier gar nicht, finde ich. Machen wir ihn tatsächlich grün. Grün ist zwar nicht meine Lieblingsfarbe, aber passt doch irgendwie zu Blattgrün, findet ihr nicht? So, hier sind wir in Alabastia, wer kennt's denn nicht? Ist das richtig? Oh, sieh nur! Was denn? Drücke starten. Okay. Die, Standarddinger werden hier erklärt. Müssen wir jetzt nicht haben. Gehen wir direkt nach oben, da sollte uns der liebe Professor ab. Fangen. Warte! Draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir! Und wir folgen dem werten Herrn Professor, dem allerersten Pokémon-Professor. Also wir wissen nicht, ob es der allererste ist, aber der allererste, der uns so gesehen vertraut gemacht wurde. Opa, ich will nicht länger warten.
Curator, lass mich nachdenken. Richtig. Ihr sollt ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Fokker, dort liegen drei Pokémon. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, da ich erfahren bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt! Opa, und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Curate. Ach, du solltest eins bekommen. Du bekommst natürlich das, beziehungsweise du hast dann das den Vorteil, dass du das Element wählen kannst, welches Fokas Pokémon überlegen ist, so gesehen. Wollen wir Glumanda nehmen? Glumanda habe ich früher eigentlich immer genommen, als ich gespielt habe. Ist auch mein Lieblingsstarter der drei. Aber ne, wir nehmen nicht Glumanda. Nehmen wir Bisasam. Bisasam habe ich noch nie genommen. Und ja, keine Ahnung. Könnte ich mal nehmen. Mache ich aber nicht. Denn ich nehme Shiggy. Wieso nehme ich Shiggy? Die meine Freundin hat halt auch Pokémon-Blattgrün gespielt. Ich habe es bei ihr auf dem Emulator gespielt. Und von dem her habe ich auch Lust bekommen. Und deswegen will ich so ein bisschen. Oh, ein weibliches Shiggy. Wir nennen es Gulasch. Wir nennen es ganz gediegen Gulasch, denn auf Shiggy kann man so ein bisschen, wie soll ich sagen, hat so einen Panzer, den kann man irgendwie als Schüssel benutzen. Da muss man nur noch heißes Wasser reinkippen und Shiggy, also das Fleisch, wird irgendwie so ein bisschen gar und ja. Dann kann man das schön verspeisen, gibt eine schöne Gulaschsuppe, beziehungsweise einen schönen Gulasch. Ich nehme dieses hier. Und Curate erhält Bisasam. Und wie gesagt, das Team orientiert sich so ein bisschen an das Team meiner Freundin, weil sie mich darauf gebracht hat, dass ich Pokémon Grün spiele. Ja, das ist es eigentlich auch. So, hauen wir mal ab von diesen Versagern. Warte, Fokker, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Ach, der liebe Curate. Er möchte einen auf die Fresse bekommen. Kann er gerne haben. Rivale Kurats oder Curats, schickt Bisasam raus. Oh, um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Fokker, hier ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Nee, es ist. Er erklärt es nicht. Hä? Okay, das ist mir neu. Wie gesagt, ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber wie es aussieht, erklärt er tatsächlich, wie man kämpft. Gab es in irgendeiner anderen Edition schon mal? Ich weiß nicht, gab es. Bei Rubin und Saphir gab es glaube ich nicht. Und Smaragd. Und später eigentlich auch. Oder? Irre ich mich da? Na gut, finde ich auf jeden Fall ein bisschen lästig. Aber nun gut, was soll man machen? Ich bin schon mal gespannt, wie viele Pokémon ich insgesamt fange und wie viele Pokémon ich nach euch, meinen lieben Zuschauern, benennen kann. Ich hoffe möglichst viele, das wäre schön. Und ich hoffe auch möglichst, dass viele Leute drankommen, die auch aktiv irgendwie kommentieren und bewerten und so weiter und so fort und nicht irgendwelche Leute, die eigentlich nichts mit meinen Videos am Hut haben. Aber wie gesagt, der Zufall entscheidet und da kann ich jetzt nicht viel machen. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Nee, du bist einfach ein Loser. Man kann sich nicht einfach. Der erklärt jetzt nicht ernsthaft, wie so ein Kampf funktioniert. Früher, damals. Ja, da musste man sich das selbst beibringen und jetzt erklärt er jeden einzelnen popligen Schritt. Na gut. Okay, ich werde meinen Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Fokker, Opa, wir sehen uns später. See you later, Alligator. Ich will ein Pokédex. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unbeschriftet. Hä? Müssen wir nicht normalerweise ein Pokédex von Dings holen aus dem Supermarkt? Fokker, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Okay. Gibst du mir jetzt schon? Nee, gibst du mir nicht. Okay. Gehen wir mal ins hohe Gras. Aber ich glaube, bei Garys. Was rede ich da? Garys. Bei Curates Schwester können wir uns noch was abholen. Hallo Fokai, ich hörte, dass du gegen Curates gekämpft hast. Das hätte ich gerne gesehen. Gibst du uns noch die Karte? Gibst du uns die erst später? Wie es aussieht, bekommen wir die Karte erst später. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Bekommen wir die Turbo-Treter schon von unserer Mutter? Oder kommen die auch erst später zum Einsatz? Fokker, du sollst eine kurze Pause einlegen. Wie es aussieht, bekommen wir die auch erst später. Ja, auch kein Problem. Auf jeden Fall ist das jetzt halt so der Einstiegspart. Vielleicht werde ich
Wahrscheinlich werde ich nicht mal ein Pokémon in diesem Part fangen können, weil ich halt noch Sachen erledigen muss, aber nun gut, dafür geht's dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wer so als erstes drankommt. Ich habe hier die Liste natürlich vor mir, kann also auch sehen, wer jetzt als nächstes drankommt. Aber ich werde nicht spoilern, ich werde hier ein bisschen vorspulen, damit mein kleines Gulaschchen ein bisschen Erfahrung bekommt und ihr nicht zu lange mit dem Kampf aufgehalten werdet. Bei wilden Pokémon werde ich öfter speeden, aber sonst in Kämpfen werde ich das eigentlich mehr oder weniger vermeiden. Und hier werde ich halt so ein paar Leutchen ansprechen. Aber nicht unbedingt lesen, solange es nicht irgendwas mit der Hauptstory zu tun hat, weil sich das ein bisschen zu sehr dann in die Länge zieht und das müssen wir jetzt auch nicht haben. Oh, ich merke gerade, dass Tackle damals noch eine Trefferquote von 95, glaube ich, hatte. Also nicht die höchste Trefferquote. Seit der 5. Generation hat ja Tackle eine Trefferquote von 100. Also trifft mehr oder weniger immer, es sei denn, die Genauigkeit wurde gesenkt. So, wir sind schon in der zweiten Stadt in Vertania City. So schnell ging das. Und unser erstes Pokémon Center, in dem uns die liebe Schwester Joy erwartet. Sie halt mal geschwind unsere Pokémon. Ich fände es schön, wenn irgendwie so ein Scharnierer da wäre. Ich glaube, bei Dingens, bei Silber und so, war sogar ein Scharnierer da. Soweit ich mich erinnern mag. In irgendeiner Edition vor Blattgrün und Feuerrot gab es schon Scharnierer. Möchtest du Raupen-Pokémon fahren? Nee, danke. Hornli und Dingens kenne ich schon, Raupi. Gut, dann schauen wir mal, was hier ist. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Eichs Paket erhalten. Ah, damals, als ich das allererste Mal Pokémon gespielt habe, wollte ich unbedingt wissen, was in dem Paket drin ist. Also bevor ich es Professor Eich abgegeben habe und habe dann irgendwie wie wild herumgeklickt und habe versucht, irgendwie das Paket zu öffnen. Ging aber nicht. Es gab damals auch irgendwie Gerüchte, so, wenn man das Paket öffnet, bevor man mit Professor Eich redet, passiert dies und jenes. Aber ja, es war mehr oder weniger unmöglich. Außer irgendwie mit irgendwelchen Cheats oder so. Aber die wollte bzw. konnte ich damals nicht benutzen. Und deswegen ist es mir nie gelungen. Auch kommt es jetzt mir einfach mal Blubber ein. Das hat, glaube ich, ein bisschen weniger Schadensdings, macht ein bisschen weniger Schaden. Dafür trifft es öfter und ist ein Stab. Also macht es, glaube ich, summa summarum doch mehr Schaden als Tackle. So, geben wir das Paket an Professor Eihab. Hallo Fokker, wie geht es deinem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Oh, du musst das Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Und wir geben ihm das Paket. So. Ah, auf dieses Spezial-Pokéball. Was? Auf diesen Spezial warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Habe ich gar nicht getan. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Fokker, Curats, diese beiden sind für euch. Fokker erhält einen Pokédex, sehr schön. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Fokker erhält 5 Pokébälle. Sehr schön. Taucht dir ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Fokker, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Wieso ist er so fies zu mir? Ach, er ist nur so fies, weil er in der Kindheit nicht viel Beachtung bekommen hat. Nee, der gibt uns gar nichts mehr, okay. Ich dachte, er gibt uns auch noch irgendwas, aber er sieht nicht danach aus. So holen wir uns mal von,
Curates Schwester die Karte ab. Sie hat ja als Gegenleistung schon letzte Nacht irgendwas von uns bekommen. Dafür bekomme ich jetzt die Karte. Ein fairer Tausch, wie ich finde. Sehr fair sogar. Und gibt uns die Mutter jetzt endlich was? Also die Turbo-Trete, oder wann bekommen wir die? Ich weiß es nicht. Schade, noch immer kein Turbo-Treter. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Aber nun ja. Nun ja. Vielleicht bekommen wir die ja bald mal. Wäre zumindest schön. So, wir könnten theoretisch in diesem Part das allererste Pokémon fangen. Aber nö. Das machen wir erst im nächsten Part. Also bis dahin, meine lieben Freunde. Seid gespannt. Was glaubt ihr? Seid ihr dabei? Werdet ihr Teil dieses Projekts sein? Oder seid ihr leider, wie der Zufall es will, auf den hinteren Plätzen gelandet? Nun gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.